Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minivaro. Heute wieder alleine. Ich join mal nach, weil jemand ist auf dem Server. Vielleicht können wir ja kämpfen, wenn er nicht gerade Dia-Stuff hat. Das könnte meinen Tod bedeuten, aber okay. Ja, also es könnte wirklich jetzt meinen Tod bedeuten. Ja, ich glaube, er hat selber noch nicht so gutes Gear, also wir könnten ihm vielleicht mal versuchen aufzulauern. Das wäre eigentlich immer was. Da müssten wir aber näher Richtung Spawn. Ich weiß nicht, ob es jetzt Nacht oder Tag wird. Sonst könnten wir uns gleich noch mal ein paar Spinnen besorgen für den Bogen. Das wollte ich in der letzten Stunde auch. Die hacken alle, als ob die ins... Lol, die lügen. Also manchmal frage ich mich, ob die wirklich so dumm tun. Also jetzt wirklich sorry dafür, wenn das jetzt jemand von denen sieht, ob die wirklich so dumm tun, weil die haben in der Konfig geschrieben, dass sie Full Diamond Schärfe 5 haben. Und Leute, die müssen entweder lügen oder die haben es wirklich, aber die hacken doch nicht, Alter. Also manchmal frage ich mich echt, ob man so dumm sein kann. Das ist aber echt so. Und es ist, die lügen auch höchstwahrscheinlich, weil ich glaube nicht, dass man in so einer kurzen Zeit so schnell Full Dia werden kann, vor allem wenn man nur einmal pro Tag aufnehmen kann. Egal wie gut man irgendwie ist. Oder sich, egal wie gut man, wie oft man Varo gespielt hat, ich glaube nicht in so einer kurzen Zeit, dass man da schon Full Dia wird, außer wenn man mega viel Glück hat. Aber ja, gut. Vor allem, es gibt hier noch nicht mal eine Hölle, momentan zumindest noch nicht. Und deswegen ist eh noch umso schwieriger, an Level zu kommen. Und wir brauchen jetzt noch. Oh, ich wollte schon fast den Goldapfel essen. Und wir brauchen noch ein paar. Wie heißt es? Ah. Oh, scheiße, ich habe den Part vor noch nicht hochgeladen. Den muss ich noch mal dringend hochladen. Ich bin jetzt schon zu spät. Also, der Part wird höchstwahrscheinlich erst nachmittags kommen. Ja, aber gut. Dann habe ich jetzt mal ein Part vorproduziert. Ist jetzt auch nicht so das Schlimmste. Habe ich jetzt mal halt einen Tag nicht so pünktlich ein Part hochgeladen. Habe ich ihn gerade einen Bogen bekommen? Es leckt gerade so extrem, dass ich hoffe, dass ich nicht sterbe. Oh. Creeper direkt hinter mir. Ich habe schon mal einen Herzinfarkt. Ja, wir haben jetzt einen Bogen, aber halt noch nicht so das Beste. Hä, wir haben noch gar keine Spinnennetze. Letzte Folge hatten wir doch Spinnennetze. Oh Scheiße, wir sind von der Truhe weggegangen, wir Genies. Muss ich nochmal später gucken, wie die Koordinaten waren. Idiot, hab vollkommen vergessen, dass ich da ja eine Truhe gemacht habe. Ich hoffe, die werde ich noch wiederfinden. Das war jetzt richtig dumm. Mega, mega dumm war das einfach. Also ich könnte mich da schon selbst für wieder, keine Ahnung, was mitmachen. Die wichtigsten Sachen haben wir aber. Das ist ja schon mal das Wichtigste. Ja, für den Kampf und alles haben wir jetzt das Wichtigste. Wir könnten ihn natürlich auflauern. Wo bist du? Ja, wir können ihn jetzt ihn natürlich auflauern, aber leider weiß ich seinen YouTube-Kanal nicht. Ich denke mal, das ist Slushy.de. Doch. Ich aber. Ich sollte lernen, mich nicht mehr vor Creepern zu erschrecken, Alter. Wie Schrott ist das denn schon? Ich glaube, ich sollte mal lieber ein neues Schwert machen. Komm, Leute, wir machen jetzt mal einfach ein Dia-Schwert. Wir brauchen so oder so mal ein Dia-Schwert. Full Iron. Iron Sword. Alter, kann ihr mal aufhören, mich zu nerven? Ihr macht mir doch eh kein Damage. Ja, aber Crap. Ja, ihr seht hier Haltbarkeit. Alter, als ob der jetzt nicht weiß, was Crap heißt, Leute. Sorry. Aber manchmal weiß man echt. Manchmal bin ich mir echt nicht sicher, ob man irgendwie. Keine Ahnung. Also. Ich hoffe, ihr wisst wenigstens, was es heißt. Und ich bin gerade so dumm. Warum bin ich eigentlich gerade von meiner Kiste weggelaufen? Ich muss wirklich den Part nochmal angucken und vielleicht dann irgendwie das wiederfinden. Die Kiste. Aber
Gut. Also das mit der Kiste ärgert mich gerade jetzt extrem, aber ich werde jetzt nicht dahin zurücklaufen und den halben Part da irgendwie was suchen. So, tschüss. Mein Schwert neigt sich wirklich langsam dem Ende. Haltbarkeit und so weiter. Schusssicher. Okay. Ich werde jetzt mal nichts von Helm und Stuhl erzählen, weil, ja, okay, das ist aber auch eh nicht so wichtig. Ich finde, Hose und so sind am wichtigsten. Aber das mit dem Schwert ist jetzt gerade schon echt heftig. Ich hoffe, ich werde es mal versuchen zu reparieren. Was braucht man dafür? Ein oder zwei Dias? Ich werde es mal versuchen. Ich werde mich mal hier hinstellen. Dann eben den Amboss holen. Und dann hier hinstellen. Und jetzt mal gucken, wie viel man dafür braucht. Hä? Ja, wie kann man das denn reparieren, Leute? Guck mal, damit geht's. Ach so, man muss es mit Eisen reparieren, oder wie? Könnte man das reparieren? Nee. Muss man das mit Eisen reparieren? So. Ah, okay. Ja, tut jetzt ein bisschen Eisen, kostet aber nicht gerade sehr viel. Ja, daran habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Das wusste ich natürlich nicht. Ja, Leute, wir lügen jetzt einfach mal. Eins oder zwei. Leute, ich habe ein Schärfe-3-Schwert, aber dann wird er erst recht nicht kämpfen und das ist scheiße. Okay, scheiße. Er hat noch Besseres. Oh, spawst bei mich doch nicht. Oh, hier hat gerade jemand, ge hier hat schon jemand gegraben. Oh, ich denke mal, dann schießt ein Spieler auf mich. Ich glaube, das lohnt sich eh nicht mehr. Okay, außer wenn wir uns jetzt direkt angreifen, dann werden wir, glaube ich, nämlich nicht gekickt. Gekickt, ja. Oh, nice. Wir können uns jetzt, glaube ich, schon einen Bogen machen. Okay, nochmal eben die Spinne. Und dann. Jetzt lüge ich nicht mehr. Ich sage jetzt einfach, dass ich das gerade gesehen habe. Damit, ja, damit wir vielleicht doch kämpfen. Das ist jetzt richtig risky, weil er hat Schärfe 4. Aber dafür habe ich halt einen kleinen Vorteil mit der Rüstung. Und wenn wir uns jetzt eben schnell noch einen Bogen machen, dann läuft die ganze Sache doch schon. Oha, jetzt habe ich das nicht mehr zu Ende abgebaut. Egal, das reicht auch schon dafür, glaube ich. Wenn wir uns jetzt hier ganz kurz das machen. Ich glaube, das müsste reichen. Dann eine Workbench. So war das, glaube ich. Nee, das war andersrum. Das war andersrum, glaube ich. Es müsste andersrum gewesen sein. Woher will er wissen eigentlich, ob ich sterbe? Ich kann doch auch überleben. Nee, das war doch, ich bin so dumm, ne? Hä, wie war das denn? Lol. Ja, das war doch so, oder gibt's jetzt ein neues Crafting-Rezept? Da muss ich ganz kurz mal eben gucken. Leute, wenn wir jetzt angegriffen werden, dann weiß ich nicht. Bogenkraft.
1.8. Suche ich gerade eben auf meinem iPad. Bogen. Oh, geh doch weg. So, Bogen. Ah, andersherum. Boah, bin ich behindert. Ja, Leute, ich kenne mich halt noch nicht perfekt mit dem Crafting-Rezept aus. So, so, so. Ach so, den habe ich falsch gesetzt. Den, 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 den. Nee. Ich bin gerade zu dumm dafür. Den, den. So, endlich. Halleluja. Okay. Dann das eben mitnehmen. So, und dann hier das, das. Nimm's mit. So, das, das, das. Wo ist das Lapis? Hier. Stärke 1, Stärke 1, Stärke 1. Mehr kann man es nicht machen, ne? Hier sind die Chancen natürlich höher. Stärke 1. Ich komme, wir machen es erstmal darauf. Okay, Stärke 1. Oder Stärke 1. Wie kann man seinen Bogen denn reparieren? Mit einem Dia oder mit was? Damit schon mal nicht. Damit? Nee. Damit? Nee. Kann man überhaupt seinen Bogen reparieren? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass wir eigentlich bessere Verzauberungen bräuchten. Ich glaube, wir craften uns nochmal ganz kurz was. Iron. Wenn mich der jetzt von hinten killt, ne, dann. Ich will jetzt nicht sagen, dass es unfair ist. Also es ist schon fair in dem Sinne, aber wäre ein bisschen scheiße. Schutz 1, komm, machen wir. Nice. So, jetzt könnten wir das theoretisch zusammentun. Unser Haltbarkeits 1, Schutz 1. So. Ist doch ganz nice schon mal. Dann müssten wir uns nur noch eben, okay, dann, ja, okay. Dann mache ich mir jetzt halt noch eben die Hose, versucht die Schutz 1 zu haben und dann sind wir doch schon mal ganz gut equipped. Dann können wir eventuell, Alter, will er mich verarschen. Och nee. Kann ich das natürlich nicht verzaubern. Können wir das eben auf 1 machen? Ja, okay, ja, mit Stärke 1. Und jetzt bitte bringen wir was Besseres. Schutz 1, nice, okay. Das ist doch schon mal nice. Das eben, Haltbarkeit 1, schutzsicher, schutzsicher. Ja, okay, können wir noch nicht machen. Dann müssen wir halt noch kurz ein paar Level farmen, aber wir haben jetzt überall erstmal schon mal Schutz drauf, das ist schon mal ganz nice. Den Bogen haben wir. Pfeile. Was brauchen wir nochmal für Pfeile alles? Ich glaube, das. Ich werde jetzt wahrscheinlich wieder falsch drauflegen. Ja, doch, war richtig. Nice. Wir können, glaube ich, noch einen Fall machen. Bringt uns jetzt nicht sonderlich viel, aber besser als nichts. Oh, nee, das war Feuerstein. So. Ich glaube, wir haben es wieder ein bisschen falsch gemacht. So. Okay, nice. Federn bräuchten wir halt noch. Aber ich denke, das ist erstmal ganz gut. Okay, ja, also wir bräuchten jetzt halt noch ein paar Level. Ich würde sagen, ja, wir werden jetzt auch in 30 Sekunden gekickt. Nächste Folge schmelzen wir das Eisen und das Gold. Machen uns dann vielleicht noch einen Goldapfel, wenn jetzt irgendwo mal ein Apfel runterfällt. Ja, das müssten wir jetzt. Eigentlich hätten wir jetzt noch ein bisschen Bäume abfällen müssen. Aber egal. Ja, wenn dann vielleicht noch ein bisschen noch ein Apfel runterfällt mit viel Glück. Können wir uns einen Goldapfel machen, Eisen brennen. Ja, vielleicht noch ein paar Level, dann, ja, wenn wir halt noch ein paar Level bekommen, dann könnte ich vielleicht noch ein paar Schutz-Zweier-Sachen machen. Dann gehen wir vielleicht auch schon in den Kampf. Notfall, ja, eigentlich bräuchte ich auch ein Schärfe-4-Schwert, ne? Also wir bräuchten halt noch relativ viel Level. Ich muss da versuchen, mal zu gucken, ob die jetzt mal endlich die Hölle einbringen, weil die ist halt schon recht nützlich, die Hölle. Dann können wir uns halt ein paar Level Farm Schärfe 4 machen.
Dann wäre erstmal Full Iron Schutz 2, würde ich dann erstmal gehen. Und dann das Schwert auf Schärfe 4, den Bogen vielleicht auf Stärke 2 oder 3. Und dann, ja, dann hätten wir das im Prinzip schon. Dann könnten wir auch in den ersten Kampf gehen und hoffen, dass wir den für uns entscheiden können. Ja, ich weiß jetzt nicht, ich hoffe nicht, dass ich benachteiligt bin da mit dem Gear, weil es können ja immer ein paar Leute lügen. Ja, weil ich hoffe halt, dass ich, ja, noch ein bisschen was reißen kann, auch ohne Teampartner, weil es sind schon relativ viele alleine. Ja, dann bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.